Ja, moin, wir haben Temptation Island endlich überstanden. Das heißt, jetzt widmen wir uns voll und ganz Ex on the Beach und machen einen ganzen Ex on the Beach Tag. Es gibt nämlich schon zwei Statements zur aktuellen 10. Folge und die wollen wir uns heute unbedingt anschauen. Und ich würde sagen, wir starten mit Laura G. Punkt, oder wie sie auf Insta heißt, Laura Mania. Interessiert. Ich habe die 10. Folge Ex on the Beach selbstverständlich geguckt und ich muss sagen, ich empfinde mich selber als total unsympathisch. Ich würde mich gar nicht leiden können, wenn ich mich da einfach so im Fernsehen sehe. Aber es fehlen unglaublich viele Details und Gespräche und Dinge, um nachzuvollziehen, warum ich so gehandelt habe oder warum ich gewisse Dinge so gesagt habe, wie ich sie gesagt habe. Deswegen kläre ich euch einfach mal ganz kurz auf. Der Grund dafür, warum Ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich persönlich habe da gar nicht so wirklich einen großen Unterschied gemerkt. Ja, es gab so ein paar Situationen, da verstehe ich schon, was sie meint. Da kann sie vielleicht unsympathisch rüberkommen. Die waren aber wirklich gar nicht so schlimm, finde ich. Also Laura ist für mich eine Person, die ist mir nicht unsympathisch, die ist mir bis jetzt auch nicht sonderlich sympathisch, weil ich die auch einfach viel zu wenig kenne. Ich habe Love Island mit ihr damals gesehen, mit ihr und Tobi. Da ist mir diese Szene auch noch in Erinnerung, wo die beiden dann doch zusammen rausgegangen sind. Das war ja ganz süß. Das auf jeden Fall, da mochte ich die auch. Aber da kannte man sie ja auch nicht so richtig, ne? Also da war sie ja auch nicht so lange drin und hier jetzt auch nicht so wirklich. Und ich persönlich habe sie auf Social Media auch vorher gar nicht verfolgt. Deswegen, ja, ich bin da neutral, aber ich finde sie jetzt weder besonders schlimm noch besonders toll. Aber wenn ihr Bock habt, dann schreibt doch gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Kennt ihr Laura schon von Love Island? Beziehungsweise, wie findet ihr Laura bis jetzt? Mögt ihr sie bis jetzt? Könnt ihr euch dann noch nicht so richtig ein Urteil erlauben? Oder ist sie euch vielleicht nicht ganz so sympathisch aufgrund dieser Folge? dafür, warum ich über Yasin gesagt habe, dass er zu verkopft ist, war nicht, dass ich wollte, dass er sich mir mehr öffnet, weil das hat er bei diesem Date. Davon hat man aber einiges nicht gesehen, genauso wie man viele andere Sachen leider nicht gesehen hat. Aber es war einfach so, dass Yasin mir wirklich gefühlt 24 Stunden Aufmerksamkeit gegeben hat und 24 Stunden Komplimente gemacht hat. Und im selben Atemzug hat er immer wieder meinen Ex erwähnt. Und erstens konnte ich das nicht nachvollziehen, weil für mich waren die keine Freunde. Die haben sich einmal getroffen und sonst auf irgendwelche Instagram-Stories geantwortet. Ich habe Yasin auch nie persönlich als Freund von meinem Ex-Freund damals in der Beziehung kennengelernt. Deswegen war das für mich völlig irrelevant. Und ich wollte auch einfach in dem Moment, weil mich mein Ex nicht interessiert hat, nicht ständig über meinen Ex reden oder daran erinnert werden. Er war nicht da. Und ich war Single und das waren nun mal die Fakten und deshalb habe ich gesagt, ich glaube, Yasin ist da ein bisschen verkopft. Wichtig zu erwähnen an der Stelle ist auch, ich habe die ersten 3 Tage kein, und ich sag's euch, kein einziges Wort mit Karina geredet, weil ich das Gefühl hatte, sie meidet mich irgendwie und ich bin da nicht der Typ dafür, der anderen Leuten irgendwie so ein Gespräch aufdrückt oder dann wissen will, was los ist oder so. Ich dachte mir, okay, oder ich denke mir im Allgemeinen immer, wenn jemand ein Problem mit mir hat, wird er es mir schon sagen und wenn nicht, dann ist es halt nicht mein Problem. Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine wichtige Info. Das haben wir, beziehungsweise das habe ich mich ja beim letzten Mal gefragt, denn ich finde, viel kommt auch darauf an, ob Carina und Laura überhaupt miteinander kommuniziert haben und ob Laura überhaupt wusste, was da zwischen Carina und Yasin abgeht, was Yasin Carina versprochen hat, dass er gesagt hat, keine linke Scheiße mehr und so weiter und so fort. Darüber haben wir beim letzten Mal ja schon geredet. Jetzt haben wir die Antwort, zumindest laut Laura, haben die beiden eben nicht darüber gesprochen. Deswegen kann man von Laura eben auch nicht erwarten, dass sie überhaupt. Also ob sie dann im Endeffekt Rücksicht nehmen würde, ist ja noch mal die andere Frage, ne? Also es kann ja auch sein, dass sie das zugetragen bekommt und dann sagt, ja gut, aber die beiden sind ja nicht zusammen, deswegen ich flirte weiter mit ihm. Aber wenn sie noch nicht mal diese Information hat, was da zwischen Yasin und Karina ist, dann kann sie eben auch gar nicht auf diese Information reagieren. Mein Problem. Klingt blöd vielleicht für den einen oder anderen, aber das ist nun mal, wie ich denke. Und weil wir keine Gespräche miteinander geführt haben, Carina und ich, wusste ich natürlich auch nicht, in was für einem Verhältnis sie sich mit Yasin befindet und wie sie eigentlich gerade darunter leidet. Weil Yasin war nicht derjenige, der mir das Gefühl hat, dass er gerade jemanden ernsthaft kennenlernt. Ich habe auch nie die Gespräche zwischen den beiden mitbekommen. Ich war offensichtlich nicht in der Nähe und auch niemand von den anderen, der mir das hätte erzählen können. Aber an dem Abend wurde. Ja, das sehe ich so ein kleines bisschen anders, denn es sind ja sehr, sehr viele Leute immer dabei gewesen, wenn Yasin sich an Laura rangemacht hat. Da saßen ja oft Leute nebenan, vor allem auch Lisa zum Beispiel. Und Carina hat ja schon mal in einer Fragerunde gesagt, dass Lisa ihre Bezugsperson in der Villa war.
Und wenn jetzt eben Yasin die ganze Zeit mit Karina war, das haben wir ja auch gesehen, die ersten 7, 8 Tage, wie lange das jetzt war, dass die beiden die ganze Zeit aufeinander hingen und dass Yasin zu ihr gesagt hat, ich baue keine linke Scheiße mehr, bla bla bla. Und dann auf einmal kommt Laura rein und dann macht er Laura 24/7 Komplimente und die anderen kriegen das ja mit. Vielleicht nicht die ganze Zeit, ne, aber wir haben ja ein paar Szenen auf jeden Fall gesehen, wo andere Leute drumherum saßen, als Yasin sich so extrem an Laura rangemacht hat. Da würde ich persönlich schon sagen, dass man Laura da vielleicht mal zur Seite nehmen kann und einfach mal sagen kann, hey, pass auf, Laura, weißt du das eigentlich mit Yasin und Karina oder weißt du da überhaupt nichts drüber? Und dann sagt sie, nee, hä, was meinst du denn? Und dann kann man ihr das erzählen, was eben in den letzten Tagen zwischen Yasin und Karina war. Meiner Meinung nach ist das auch kein irgendwie Petzen oder Schlechtreden oder sowas. Aber ich finde auch nicht nur um Karinas Willen, sondern auch gerade um Lauras Willen, hätte sie es schon verdient, zu wissen, was so in der Vergangenheit in der Villa eben abgegangen ist. Weil sie hatte ja anscheinend den Eindruck, dass Yasin frei ist, dass er da nicht irgendwie mit jemandem anbandelt oder auf Ernst mit jemandem irgendwie was gestartet hat. Das hat sie ja alles nicht mitbekommen und hat den Eindruck, dass Yasin eben voll auf sie fokussiert ist. Und deswegen fände ich es auch einfach fair, wenn man Laura das einfach mal gesagt hätte, dass Yasin eben in der letzten Zeit sehr, sehr eng mit Karina war. Das heißt ja jetzt nicht, dass er für immer mit Karina sein muss und dass er mit Laura nicht flirten darf oder so. Aber ich finde, der Fairness halber hätte Laura das schon verdient gehabt, dass sie zumindest weiß, wie es in den letzten Tagen abgelaufen ist und dass sie das zumindest im Hinterkopf hat, dass sie dann nicht die einzige Frau ist. Abend wurde eine ganz wesentliche Sache rausgeschnitten. Ich weiß nicht, ob die noch gezeigt wird, aber ich denke nicht. Ich bin gerade von Dominik auf der anderen Seite des Pools mich lange unterhalten, weil ich gesehen habe, dass Karina auf einmal auf der anderen Seite saß in der Raucherecke und geweint hat. Also es sah von weitem auf jeden Fall so aus. Und dann habe ich gesagt, ey, glaubst du, die macht sich da irgendwie Hoffnung? Glaubst du, die hat Gefühle für Yasin? Meinst du, das war jetzt zu viel? Glaubst du, ich verletze sie gerade damit? Und dann hat Dominik gesagt, ja, ich glaube schon. Und dann habe ich gesagt, boah, das tut mir echt leid. So, das war gar nicht meine Absicht. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich gehe zu ihr und rede mit ihr. Und dann bin ich auf dem Weg zu Karina gewesen. Und da saß Yasin gerade auf der Treppe und hat mich noch nicht richtig einschätzen. Aber ich habe gemerkt, okay, vielleicht war das jetzt heute irgendwie ein bisschen zu viel. Ich habe aber ehrlich gesagt an dem Abend nicht mehr mit Karina geredet, weil sie kurze Zeit später völlig wutentbrannt und abgefuckt an uns vorbeigelaufen ist. Wahrscheinlich, weil ich schon wieder bei Yasin saß. Und dachte mir, ich als diejenige, die den größten Teil dazu beiträgt, dass es ihr gerade so geht, muss jetzt vielleicht heute Abend, wenn die Situation so aufgelöst ist, wie gesagt, es passierte für mich irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, nicht unbedingt ihr noch das Gespräch aufdrücken und behalte mir das einfach für morgen einfach auf, wenn sich die Situation ein bisschen gelegt hat und sie runtergekommen ist und dann kann ich mich ja in Ruhe mit ihr unterhalten. Und dann gab es ja noch die Situation hier in der Küche. Also erstmal finde ich es nett, dass Laura überhaupt aufgefallen ist, dass Karina traurig ist. Es gibt ja auch Leute, die schenken sowas gar keine Beachtung oder die sind gar nicht so feinfühlig und bekommen sowas gar nicht mit, dass sie daraufhin mit Dominik geredet hat und dass sie daraufhin sogar vorhatte, mit Karina eben zu reden. Das ist schon mal ein guter Start, würde ich sagen. Das hätte ich an sich noch nicht mal erwartet und Karina glaube ich auch nicht. Das ist nämlich einer der Unterschiede, weil also viele Leute vergleichen jetzt die Situation von Karina und Paulina, da sagen wir später nochmal was zu. Aber einer der großen Unterschiede ist eben, dass Karina im Gegensatz zu Paulina keine Ansprüche an die fremde Frau stellt. Das heißt, von Anfang an war es ja so, dass Paulina immer wieder zu Karina gegangen ist, Karina auch aktiv aus Gesprächen mit Yasin rausgezogen hat, von ihm weggezogen hat und ihr immer wieder zu ihr gesagt hat, also immer wieder auf sie eingeredet hat und irgendwelche Forderungen an sie gestellt hat und so, was Karina im Endeffekt mit Laura eben gar nicht macht. Karina ist kein einziges Mal zu Laura gegangen und hat gesagt, ey, der Yasin ist irgendwie, ich habe Gefühle für den und so und nehmt mal Rücksicht auf mich, sondern Karina, ja, sie will auch Rücksichtnahme, aber sie weiß, an wen sie diese Erwartung stellen muss und das ist Yasin. Das ist nicht die fremde Frau, die ihr zu keiner Loyalität oder so verpflichtet ist. Klar kann man da, wenn man möchte, irgendwie, oder wenn man möchte, hört sich auch irgendwie blöd an, ne? Kommt dann darauf an, wie rücksichtsvoll man sein will, ob man jetzt sagt, okay, ich stelle meine eigenen Bedürfnisse zurück für eine fremde Frau oder ob man sagt, das ist nicht meine Freundin, ich stelle mich da an erster Stelle, weil ich hier bin, um jemanden kennenzulernen. Darüber kann man sich dann gerne streiten, aber ich finde, Karina weiß besser, an wen sie ihre Ansprüche stellen muss, nämlich an Yasin.
und nicht an die besagte fremde Frau. Das heißt, die fremde Frau hier in dem Falle ist Laura. Laura ist Carina an sich nicht schuldig. Und die fremde Frau bei in der Paulina-Geschichte war eben Carina. Und Paulina hat sich eben dafür entschieden, ihre Ansprüche an Carina zu stellen und mehrere Male auf Carina einzureden und sie sogar aus Gesprächen wegzuziehen und sowas. Und eben nicht nur ihre Erwartungen an Yasin zu stellen, sondern auch eben Loyalität einzufordern von einer Frau, die sie überhaupt nicht kennt. Man merkt, dass ich da ein bisschen genervt war. War ich auch wirklich, weil das an dem Tag nicht das erste Mal war, dass ich so ein bisschen aufgefordert wurde, mich zu rechtfertigen dafür, was ich für ein Verhältnis jetzt zu Yasin habe. Und ich kann das unter der Berücksichtigung, dass man eben vorher schon wusste, was Carina und Yasin für eine Bindung zueinander hatten, auch verstehen, dass man irgendwie nicht wollte, dass Carina da verletzt wird, wenn sie ernstes Interesse hat und ich da jetzt gerade nur diejenige bin, die ein bisschen flirtet. Aber das wusste ich ja in dem Moment nicht und dementsprechend dachte ich mir so, hä, warum werde ich so an den Pranger gestellt? Warum soll ich jetzt auf einmal nach anderthalb Tagen in so einer Dating-Show, und wir sind ja nicht bei Love Island und müssen irgendwelche Couples bilden, sagen, ob ich jemanden so gut finde? Ich wusste auch, dass noch Situationen auf mich zukommen würden, wo Yasin für mich überhaupt keine Relevanz mehr gehabt hätte, weil da ein Mann reinkommen würde, den... Also wenn sich das wirklich so zugetragen hat, wie Laura hier eben erklärt, dass sie zwar nicht wusste, was zwischen Yasin und Carina war, aber trotzdem mehrere Male an dem Tag an den Pranger gestellt wurde, so wie sie sich ausgedrückt hat und sich erklären sollte, was jetzt mit ihr und Yasin ist, dann hätte ich es schon fair gefunden, also umso fairer gefunden, wenn man ihr einfach kurz und knapp erklärt hätte, warum alle Leute oder viele Leute so interessiert daran sind, was denn jetzt mit ihr und Yasin ist, weil so tappt sie im Dunkeln, versteht gar nicht, was die Leute eigentlich von ihr wollen. Und wie gesagt, ich finde es absolut nicht schlimm, Laura darüber aufzuklären, was in den vergangenen Tagen oder in der vergangenen ganzen Woche zwischen Yasin und Carina gelaufen ist. Nicht nur um Carinas Willen, sondern auch, weil es Laura gegenüber fair ist, wenn sie jemanden kennenlernt, aber dann eben weiß, okay, alles klar, in der letzten Woche war er 24/7 eben mit diesem anderen Mädchen und jetzt bin ich reingekommen und jetzt fokussiert er sich voll auf mich. So war das Ding auf jeden Fall erstmal aus meiner Sicht. Ich wollte mich dafür nicht rechtfertigen. Ich wollte da überhaupt nichts benennen. Ich habe da keine Ernsthaftigkeit in dem Moment drin gesehen. Und ich hoffe, dass die Gespräche, die ich sowohl mit Yasin als auch Carina danach geführt habe, noch gezeigt werden. Wenn nicht, sprechen wir in der nächsten Folge oder ab der nächsten Folge dann darüber. Und eine Sache gibt es noch zu ergänzen. Der Grund dafür, warum ich gesagt habe, dass ich glaube, dass niemand aus Ex on the Beach verheiratet rausgehen wird, ist einfach meine persönliche Einstellung. Für mich ist das Fernsehen und das Internet so eine ganz andere Welt, fernab von jeglicher Realität für mich. Und da hört einfach meine Fantasie auf. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das war nicht halb so abwertend gemeint, wie ich das in dem Moment gesagt habe. Ich weiß, es kam ein bisschen blöd, aber besser kann ich es nicht erklären. Also ich finde, bis hierhin hat Laura viele Sachen sehr, sehr gut erklärt und sehr, sehr verständlich, sodass man das gut nachvollziehen kann, wie eben die Situation war und was sich noch davon abzugetragen hat, gerade dieses Gespräch mit Dominik und wo sie dann eigentlich vorhatte, mit Carina zu reden und so weiter und so fort. Aber diesen Punkt kann ich persönlich gar nicht nachvollziehen. Na klar gibt es Leute, die das gar nicht so ernst nehmen und die in diese Formate gehen, um vielleicht ein bisschen Spaß zu haben, die nicht ihren Traumpartner finden wollen und die, ja, für die das einfach ein bisschen Show ist und ein bisschen Gratisurlaub. Okay. Aber man kann ja trotzdem nachvollziehen und verstehen, dass das für andere Leute eben anders ist. Andere Leute sehen das nicht nur als Spaß oder nicht nur als Gratisurlaub oder nicht nur als Möglichkeit, noch mehr Follower zu bekommen. Vielleicht das auch. Ne? Es gibt ja auch mehrere Gründe. Aber andere Leute wollen vielleicht da wirklich jemanden kennenlernen und wirklich haben wirklich Interesse an jemanden, den sie dann natürlich nicht nach 3 Wochen heiraten werden, aber mit dem sie dann gemeinsam das Format verlassen wollen. Und ich finde, das kann man auch nachvollziehen, wenn man selber nicht diese Ansicht hat oder wenn man selber einen anderen Blick auf dieses Format hat. Aber gerade Laura, finde ich, sollte das eigentlich schon nachvollziehen können, weil sie dasselbe ja mit Tobi durchgemacht hat bei Love Island. Also bei Love Island, klar, die beiden haben gar nicht so viel Zeit da miteinander verbracht, dass sie da schon irgendwie ein offizielles Paar geworden sind oder da irgendwie, keine Ahnung, sich schon so super gut kennengelernt haben. Aber die beiden haben sich ja auch füreinander entschieden und ist dann, Laura ist für Tobi mit rausgegangen, ne, so rum. Oder war das andersrum? Ich glaube, Tobi kam zurück und hat gesagt, hier, Corona und so, ich kann dich wieder rein, aber wenn du willst, kannst du mit mir rausgehen. Und Laura ist dann mit ihm rausgegangen, ne? Oder war das andersrum? Naja, egal. Auf jeden Fall bei den beiden
Die haben sich ja wirklich in einer Show gefunden. Es gibt ja wirklich viele Pärchen, die sich in so einer Show finden und dann tatsächlich auch länger oder auch kürzer zusammen sind. Und Laura und Tobi waren eben auch eins der Pärchen, die sich in einer Fernsehshow kennengelernt haben und danach eben relativ lange zusammen waren. Deswegen, ich glaube, ich finde schon, dass Laura das eigentlich nachvollziehen können sollte. Was denkt ihr? So, das war's mit diesem Video. Wir schauen uns nachher noch das Statement von Carina an. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch. Drück euch wie immer ganz doll. Bis dahin, tschüss.